Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Goku-Fan. Was wäre, wenn Vegeta im Kampf von Frieza und Son Goku nicht auf die Erde teleportiert worden wäre von Pulunga? Vegeta war ja gerade dabei, Frieza anzugreifen. Natürlich wäre er dabei nicht auf die Erde teleportiert worden. Und so würde der Angriff auch gelingen. Doch der Angriff würde Frieza nichts anhaben, wie man es sich hätte denken können. Frieza ignorierte Vegeta und griff wieder Son Goku an. So kämpften die beide weiter. Vegeta gefiel das natürlich gar nicht, so ignoriert zu werden, und er wurde sehr sauer. Er versuchte immer wieder Frieza anzugreifen, während des Kampfes doch kein Schlag oder Attacke gelang. Vegeta fühlte sich schwach und einfach nur unterlegen. Seine Wut stieg immer weiter und weiter an und so verwandelte er sich auch in einen Super Saiyajin. So griff er Frieza noch einmal an und schlug in Frieza's Gesicht. Frieza kriegte es langsam mit der Angst zu tun. Zwei Super Saiyajins standen ihm nun gegenüber. Son Goku ist hier aber natürlich als Super Saiyajin stärker als Vegeta. Vegeta wurde von Frieza in seiner vierten Form 100% komplett fertig gemacht. Son Goku hatte wiederum eine Chance gegen ihn, wie wir wissen, und sie kämpften ebenbürtig. Zusammen kämpften sie dann gegen Frieza und besiegten ihn. Von Vegeta wurde er dann auch getötet. Hier hatten sie dann circa 2 Minuten mehr. So flogen sie so schnell wie möglich zu Son Gokus Raumkapsel und flohen von Namek. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!